Hey Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18. Mauber, Leute, und ich habe hier einen kleinen Fehler. Ein Fail, Leute. Hier ist schon der Legendenbonus am Start. Ich habe mich ja noch in Legende qualifiziert versus Angriff. Und ich kriege jetzt meine Bonis, aber ich habe noch nicht synchronisiert, deswegen muss ich das jetzt hier zu Beginn der Folge machen. Und ich drücke hier auf 3, halt auf Bonus holen. Und dann öffnet sich das Pack schon. Ob man dann den gleichen Elite-Spieler sieht, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, Neymar gezogen. Im letzten Monat, vielleicht kriegen wir ja jetzt Messi, Ronaldo, Neymar, würde ich mega zufrieden sein. Neuer wäre auch geil. Mal gucken, Leute, mal gucken, wen wir ziehen. Schreibt mal unten in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Und morgen, kann ich euch jetzt schon wieder sagen, gibt es um 17 Uhr wieder ein FIFA 18 Video auf der Konsole. Und um 20 Uhr wieder FIFA Mobile, weil FIFA Mobile, Leute, wird immer um 20 Uhr kommen. Da gab es ein paar, die sich Sorgen gemacht haben. Packsraider, nur FIFA Mobile. FIFA Mobile soll doch kommen, kommen, kommen. Leute, FIFA Mobile gibt es täglich 20 Uhr. Das kommt auch, wenn FIFA auf der Konsole um 17 Uhr kommt, kommt FIFA Mobile immer um 20 Uhr. Das steht fest, Leute. Keine Sorgen hier. Also, FIFA Mobile werde ich immer zocken. Ganz klare Sache, Leute. Außerdem kommt ja auch bald der WM-Modi. Nicht nur auf der Konsole, sondern auch in FIFA Mobile. Mal gucken, was da denn abgeht, Leute. Außerdem habt ihr gerade gesehen, mein Pop-Socket ist einfach abgefallen. No joke. True story. Leute, jetzt aber. 1, 2, 3. Hä, Legend... Liga? Jetzt ist das Liga-Pack zuerst. Hä, wo ist mein... Jetzt kommt's. Lewandowski. Robert Lewandowski. Ja, 87er Spieler ist okay, aber ja, es hätte besser sein können, ne? Aber ich bin eigentlich zufrieden. 87er Robert Lewandowski ist okay. Wie viel bringt der Kollege oder behalte ich mir den, um den vielleicht in eine SBC reinzuhauen? Lever 87. Wenn der... Oh nee, 1,4, Leute, den verkaufe ich. 1,4. Klar, verkaufe ich, dann habe ich fast 20 Millionen, Leute, dann habe ich einfach fast 20 Millionen, nice. So, wo ist er denn? Und Firmino kann auch noch verkaufen, ey. Und Gomez eigentlich auch. Und Felipe Luis eigentlich auch. Also wir haben ja noch ein paar Spieler, die wir verkaufen können. 1, 2, 5, 1, 3, 5 mache ich einfach mal, dass der auch rausgeht, der Robert Lewandowski. So, dann schaue ich mal Firmino nach, was bringt denn der gute Firmino? Den hatte ich ja auch gezogen. Ich glaube, einen hatte ich ja schon verkauft. 88, Firmino. 1, 2 geht er weg. Okay, perfekt. 1, 2, dann habe ich wen noch? Diesen Alessandro, Alejandro, nee, Alessandro Gomez heißt der, ne? Alessandro. 87 hatte der doch. Ja, Mann, ich weiß, Leute, wenn ich wieder G eingebe, dann kommen ja viele. Weil ich weiß nicht, in welche Richtung der Strich ist bei Gomez. Und wo der Strich überhaupt ist. Ich glaube beim O, ne? Och man, ich muss hier nachgucken, ey. So, Gomez. O mit den Strich in die rechte Richtung hier. Also in eurer Seite. Die hier, ne? Da lang. Ja, also ich muss es spiegelverkehrt machen. So, 1, 2, 5. Und 1, 2, 7, 5. So, zack. Dann haben wir noch Gomez und Felipe Luis hatten wir auch noch. Also zwei Spieler, die wir jetzt ja noch verticken können. Nice. Freut mich echt sehr. Ja, dieses O. Genau. 650.000. Ja, ich gebe mal hier... Nein! 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 Bye, have a great time. Was mache ich hier? Suchen und ich wollte hier einen Preis einstellen. Das wollte ich machen. Ich gebe mal 800.000 ein. Vielleicht gibt es da einen... Für 623 Sofortkauf, wer stellt den so billig rein, ey? Okay, aber nur einer und der ist sofort weg. Also kann ich hier nochmal den Preis erhöhen. 950.000 gibt es gar keinen. Das ist schon mal nice. Eine Million. Eine Million. 1-1. Da sollte aber jetzt eigentlich jemand kommen, oder? Ja, eine Million bringt der Kollege. Das ist nice. Und Felipe Luis, Fili. Fili, der hatte 85, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Bringt 500.000, 470, ja, ist okay, verticke ich auch. Und hab dann auf jeden Fall safe
über 20 Millionen. Und das ist nice. Mal gucken, was wir damit machen werden, Leute. Mal gucken, was wir damit machen werden. Erstmal werde ich mir die aufbewahren. Vielleicht haue ich jetzt... Ups, nicht 10 Millionen. Vielleicht haue ich alle... Okay, nicht alle, aber ich habe ja 15 Skillboost-Karten, die ich noch verbessern kann. So, dass wir dann vielleicht im Level steigen. Wenn wir halt die ganzen Karten verbessern. So, 490, perfekt. Ja, ihr seht's, Leute, hier seht ihr es. 19 Karten haben wir sogar. 19 Skillboost-Karten, die wir verbessern könnten. Teilweise sogar manche auch über, für 2 Level. Soll ich das machen, aber dann gebe ich so viele Münzen aus. Komm, ein Level können wir heute steigen. Ja, schaut euch mal an, wie viel Boost wir bekommen hier. Plus 500 Erfahrungspunkte. Nice. Einmal noch und dann bin ich hier Level 57. So. Bam. Sehr schön. Level 57 haben wir erreicht. Und ich habe auch gesehen, es gab einen FIFA Mobile Update, oder? 30 Erfahrungspunkte, 30 Ausdauerpunkte nehme ich auch gerne mit, weil man kann jetzt hier... Formation? Nee, kann ich nicht. Habe ich das Update noch nicht, oder was? Also ich habe auf Instagram auf jeden Fall gesehen, dass man hier irgendwie seine, dass man mehrere Formationen haben kann. Entweder habe ich das Update noch nicht runtergeladen oder ich weiß nicht, was da los ist. Also keine Ahnung. Keine Ahnung. Dankeschön hier, Nevermind. Und Dankeschön, Flo, für die Münzen. Ein winziger Liga-Beitrag. Leute, wir gehen auf jeden Fall rein hier in Versus Angriff natürlich wieder. Boni abholen, 10 Angriffstoken, da kenne ich nichts. Und diese, Leute, diesen Monat will ich echt endlich mal gute Bonis hier bekommen, ne? Bei den letzten war ich immer nie so weit, ja, weil ich einfach immer verschickt habe. Ach, hier ist Season 3, welche Packs gibt's denn eigentlich? Oder welche Spieler? Welche Spieler bei Season 3? Und gibt es die SBCs? Ne, gibt's nicht. Als ob es, Leute, wann kommen die SBCs? Oder habe ich jetzt meine Spieler umsonst aufbewahrt? Oder sind die hier drin? Ne, hier sind die nicht. Ich wollte mir die Pro 3 Spieler angucken. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Stimmt, Tots Event müssen wir auch noch zocken. Hier, Pro Pass. Oh ne, das ist nur der Pass. Hier. Pjanic, Gabriel Jesus, Books. Leute, wir müssen ja unser Team dann wieder zusammenstellen. Und wir werden auf jeden Fall wieder ganz normal 4-3-3 spielen. 4-3-3 offensiv. Weil mit der Formation komme ich am besten klar. Also holen wir wahrscheinlich Gabriel Jesus. Wir holen uns Brooks, vielleicht Keylor Navas, Lukas links, wen gibt es im rechten Flügel? Antonio, wen gibt es da noch? Schick. Oh, Arnold gibt's, nice. Alexander Esswein, Howie, Hertha BSC, aber Esswein rechter Mittelfeldspieler, deswegen werde ich ihn wohl... Oh, Sancho vom BVB, der ist eigentlich richtig nice, ne? Der ist eigentlich richtig nice. Schreibt mal unten in die Kommentare, welche Pro 3 Spieler ihr schon habt. Übrigens, am Wochenende werde ich vielleicht nicht streamen, weil ich halt nicht da bin. Ich bin in Dortmund am Samstag beim Panini Tausch-Event. Ab 13 Uhr am Hauptbahnhof, Fußballmuseum, DFB Fußballmuseum, direkt am Hauptbahnhof. Also wenn ihr in Dortmund seid, ich bin da ab 13 Uhr. Nur so als Information. Ja, deswegen werde ich halt Samstag keine Weekend League streamen. Sonntag weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht streame ich morgen Abend. Mal gucken. Habe ich eigentlich Lust. Und ich habe auch wieder Lust auf FIFA 18 auf der Konsole ein paar Streams rauszuhauen. Vielleicht gibt es auch wieder wie in den alten Zeiten die Weekend League. Wenn ihr Bock drauf habt. Sie sind geistig behindert. Genau. So, also, ja, mal gucken, wen wir uns hier holen. Vielleicht ziehen wir auch den ein oder anderen Pro-Spieler. Weil wir könnten ja jetzt sofort, wenn ich hier es richtig gesehen habe, schon den Elite-Spieler abholen, oder? Können wir. Und wir ziehen ja... Ja, Leute, erstmal die 25.000 Münzen. Dafür brauche ich aber diesen Pass. Wie teuer ist denn der Pass? Ne? Das ist ja die Frage. Wie teuer ist der Pass? Jetzt hier einmal kurz die Goldspieler abholen. Oder ein Goldspieler. Mal gucken, wen wir ziehen. Wenn es jetzt S-Fein ist, dann ist es hier, ne? Da, Hertha-Logo zu erkennen, dann ist es... Nicht Karma, sondern das ist... Keine Ahnung, was man dazu sagen kann. Wer ist es? Es ist Cafu. Den können wir nicht gebrauchen. Nee.
Also ZDM habe ich ja gar nicht in meiner Formation. Tja, ne? Tja, tja, tja. Ist halt so. So, aber den Elite-Spieler hätte ich heute auch noch schon gerne hier heute, ne? Heute am Start. Erreiche mindestens Pro 3. Ja, ich bin ja, also... Da ist ja jeder drin. Da ist ja jeder drin. Und wie teuer ist jetzt dieser Pass? Ja, ja, bla bla bla. 400 Fever Points. Okay. Ja. Komm. Wir holen uns den Pass jetzt hier noch, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welchen Elite-Spieler wir bekommen. Pro Season 3, ja, ja, bla bla bla, bla bla bla. Juckt mich eh nicht dieses Logo, weil ich mein Team of the Year Logo da oben habe und das ist nice. So, 80 plus. Welchen Pro Season 3 Spieler, nein, Versus Angriff Season 3 Spieler bekommen wir? Ich hoffe auf Gabriel Jesus. Wäre nice, oder Keylor Navas, auf jeden Fall nicht 80, sondern höher, bitte, 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 bitte. Pjanic, jawohl, wir ziehen den Besten. Wir ziehen den Besten, glaube ich, ne? Ich glaube, Pjanic war ganz vorne. Nice, also das freut mich echt, weil ZM benutze ich ja sogar in meinem Team, weil ich spiele ja 4-3-3. Sauber. Und Pjanic würde auch noch 1 Million Münzen bringen, also pff, nice. Das hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt hier, die Münzen da, aber die FIFA Points rauszuhauen. Und ich habe einen Spieler schon verkauft. In der Folge verkaufe ich hier Felipe Luis. 19-4. Und wen habe ich jetzt noch drauf? Ich habe Firmino noch und... Oh, Lewandowski und Gomez, Leute. Wir haben über 20 Millionen. Wir haben 23 oder so. Nice. So, wir gehen auf jeden Fall noch rein ins TOTS-Event. Genau, spielen hier noch auf jeden Fall das eine Skillspiel. Versus Angriff würde ich nicht sagen. Aber wir können ja mal gleich schauen, wie viele Packs ich da unten öffnen kann. Habe ich da schon ein paar Punkte wieder aufgespart? Ich weiß es nicht. Da bin ich raus. Ja, Leute. Gestern gab es übrigens auch das erste normale FIFA 18 Video wieder auf meinem Kanal. Wer es noch nicht gesehen hat, kann die Folge gerne auschecken. Und natürlich, gestern gab es auch FIFA Mobile um 20 Uhr. Dazu ist auch unten in der Videobeschreibung der Link, wer die gestrige Folge versäumt haben sollte. Genau, so, wie viele Punkte haben wir? 25, okay, Leute, wir können die ordentlich, obwohl wir könnten noch probieren, 30 rauszuhauen, ne? Dann muss ich aber safe versus Angriff spielen. Ja, nee, komm, Leute. Ich öffne die einfach einzeln, weil ich glaube, ich habe sogar, wenn ich die einzeln öffne, mehr Glück, als wenn ich diese 30er-Packs da kaufe. So, erster, nix, da haben wir nur einen Punkt. Wir haben jetzt auch fast hier die 50 Punkte erreicht dann somit. Und dann können wir das erste Skillspiel machen für Salah. Und wir haben ja immer noch 19 Tage Zeit. Ich glaube, das schaffen wir. So, zack. Na komm, Leute, ein Spieler muss doch hier drin sein. Beim letzten Mal hatten wir ungelogen in jedem Pack ein Team of the Season drin. Und jetzt einfach 4 Packs und schon... Null, schon null. Da ist der erste, Pitman. Nimm ich gerne mit, weil auch 77er kann man gut gebrauchen für SBCs beispielsweise. 3 Packs habe ich noch. Wieder nur ein Punkt, wieder nur ein Punkt. 34 habe ich von den Premier League Punkten am Start, am Stissel. Und wieder nur ein Punkt. Leute, was ist hier los? EA, jetzt gib mir doch mal einen schönen Cessignon. Cessignon 87. Nix. Das war doch das letzte, ne? Ja, das war das letzte, Leute. Und ich würde sagen, das war's auch von der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jungs, morgen 17 Uhr FIFA-Video auf der Konsole oder vielleicht auch FIFA Live. Ach, ich weiß noch nicht, Leute. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, Fakt ist, an die FIFA Mobile Gang, an die FIFA Mobile Packs Army, FIFA Mobile gibt's morgen um 20 Uhr wieder. Jawohl, Leute. Das war's hier von mir. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und tschüss.